Ich meine, jetzt kommen wir eh schon ins vorletzte Level. Yep. The city of machines. Oh, was haben wir da? The old center of power. After the Skrit Wars, the Master Builders built the huge prison machine, which held the Queen of the Skrits. Before his exile, Basalt Face had tried to use the Queen for his sinister plans. Now he had returned to complete his evil work. While the Colossus kept the Skrit hordes in check, the heart of the machine city had to be reached unnoticed. The moment of truth had come. You must not fail, Nomad, else chaos will descend upon the world. Here, these artifacts will help you. We are counting on you, Nomad. We'll attack him, Nomad. He's not expecting that. But the energy of the machine city renders him invulnerable. You must help us. As soon as we attack him, you must destroy the control mechanisms on the neighboring islands. Here, take these explosive charges, but use them wisely. Enough talk, Bilden. Into the fray. Was Englisch wollen ist Englisch. You must not fail. So. Bevor ich jetzt irgendwas mache, ich will mein Flugzeug. So. Und bevor wir da muss den jetzt gleich darüber springen? Bevor wir den Hindernisparcours machen, hole ich mir das Jetpack lieber so. Ach so, du kannst ja. Ja, geliebt. Dazu hat man ein Flugzeug, ne? Das Flugzeug macht dieses Spiel sehr, sehr einfach. So, da immer wieder diese super tolle unzerstörbare Kanone, der ich definitiv nicht in der Nähe stehen sollte. So, da ist noch ein zusätzlicher Flugzeughangar, falls wir nochmal einen brauchen. So. Mit einem Haufen Artefakte, die man sich hier noch holen kann. Falls man sie nicht schon hat. Ausweichmanöver. Kein einziger getroffen. So. Das Jetpack haben wir uns im Flugzeug gerade geholt. So. Jetzt müssen wir mal ein paar längere Strecken fliegen. Also Basaltface hat nicht die Kontrolle über die Skrit-Königin erlangt. Doch, die hat er schon. Und die müssen wir ihm jetzt mehr oder weniger entreißen. Indem wir die Skrit-Königin befreien. Das ist eine gute Idee. Mehr oder weniger. Ich verstehe schon, warum das vorletzte Level ist. Einmal hier Bombe platzieren und weg hier. So, Nummer 1 müsste damit zerstört sein. Yep, Nummer 1 ist zerstört. So, jetzt habe ich auch wieder Platz für ein Artefakt in meinem Gürtel. So. Da kann ich mir auch gleich die nächste Explosive holen. Der zufällig darum liegen hat. Ja, ich brauche insgesamt 4 Stück. Es ist wie die Panzerforce bei Call of Duty. Die liegt immer zufällig rum, wenn man gerade einen Panzer gegenüber stehen hat. Hallo, ihr Skrits. War schön mit euch. So, okay. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Einmal hier und
Flugzeughangar schnappen und weg da. Nav Point available. Jetzt geht's erstmal zurück zur Insel. Was jetzt bitte zusätzlich Flugzeugkanner? Ich könnte den theoretisch aufbauen im, gegen den Bomberhangar, falls ich den gerade nicht brauche. Also ein zweiter Flugzeughangar ist nie verkehrt. Ein Flugzeughangar haben sie mir eh gerade zerstört. Oh, sogar beide. Den Bomberhangar also auch. Den Bomber brauche ich in dem Level jetzt eh nicht wirklich. Und im nächsten Level auch nicht? Im nächsten Level brauche ich ihn wieder, ja. Da ist er wieder nützlich. Aber in dem hier nicht. Weiter vor kann ich nicht mehr. Aber jetzt habe ich zwei Flugzeughangar. Oh, das erste macht sich ja schon nützlich. Jep, so. Wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, was da gerade gelegen hat. Das war zu schnell, das habe ich nicht gesehen. Kann man noch kaputt schießen. War relativ einfach. Ja, ich kann dir mal sagen, was da liegt. Da liegt noch eine blaue Zweierkanone. Ah. Überhaupt noch nützlich? Klar. Für den Fall, dass eine Bertha aus, ne? Für den Fall, dass die Bertha mir irgendwann mal kaputt geht. Hier haben wir noch eine rote Zweier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier ist noch ein rotes Kraftwerk. Da die Bertha sowieso nicht alleine schießt und du meist den Raketenwerfer hast, würde ich die zwei auch schon aufbauen. Ganz vergessen, die Two hitten ja meine Flugzeuge. Mhm. Ich musste aber trotzdem irgendwie ran. So. Die zwei brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche jetzt also trotzdem mal wieder mein Flugzeug. Ich will nämlich schauen, dass ich die Artefakte da hinten einsammeln kann. Sehr schön, alle erwischt. So. Was haben wir denn da noch? Da steht noch eine Turret, wenn ich das richtig gesehen habe. Da sind Bomben. Das ist die Zweierkanone aber nicht. Die Zweierkanone habe ich noch nicht. Nee, nee. Aber wir haben ein Zweierkraftwerk. Nee, du könntest was kombinieren. Noch nichts, aber ich kann das Ding hier mal aufbauen, damit ich noch mehr Energie kriege und vor allem auch Energie unabhängig davon, ob ich irgendwas einsammeln lassen kann oder nicht. Und wieso ist mein Leuchtturm schon wieder so halb kaputt? So, jetzt müsste die Energie richtig schnell nach oben gehen. Ich habe mein Zeichen Zweier und ein Dreierkraftwerk. So. Achso, du hast schon ein Dreierkraftwerk. Ich dachte, du hättest doch eine Zweier. Nö, das ist schon Dreier.
Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen undercover. Weil wenn ich da unten lang fliege, dann erwischen mich die Kanonen nicht. Hinten müssen wir die nächste Sprengladung, glaube ich, platzieren, oder? Oder war hier keine? Ne, ich glaube, hier war sogar gar keine. Ach, da hinten muss noch eine hindern, ja, okay. Aber erstmal müssen wir dann den da hinten sprengen, wie es aussieht. Uff, die Dinger schießen ja. Au, 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 au. Hört's hier auf, hört's hier auf, hört's hier auf. So. Kommen wir von hier aus da ran. Uah. Die schießen da auch. Und da, undercover. So. Haben wir zumindest mal wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Den brauche ich nicht. Dann nehmen wir die kannst du aber jetzt gleich wieder kombinieren. Die kann ich kombinieren. Du. Ich habe noch eine rote Zweier, das stimmt. War das nicht ein Life Expander? Ja, ist es sogar. Da geht die Energieleiste ganz schön nach oben. So. Na dann. Gerade da reingecrasht. Wieso rennt der überhaupt gegen die Kanone? Die ist eh unzerstörbar. Was ich sowieso schon eine kleine Frechheit finde. Ja, ich soll das Level ja spannend halten, ne? Ich halte es trotzdem für eine Frechheit, unzerstörbare Kanonen irgendwo zu platzieren. Wo war denn? Ja, hier ist der letzte. Okay. Ich wollte nur noch mal wissen, wo genau der letzte ist. So. Das Ding bauen wir auch mal wieder auf. Ja, der Tresor dabei ist lange wieder. Nee, das ist die Presse. Die Presse, ja. Ich habe ja hier noch so. Ja, genau das eine Artefakt erwischt, das ich erwischen wollte. Das ist sehr schön. So, wir haben ja hier das Ding und das Ding. Und siehe da, wir haben wieder eine rote Dreier. Hattest du nicht noch eine rote Dreier irgendwo? Eine habe ich sowieso noch übrig, ja, aber jetzt habe ich wieder zwei. Next, da war doch irgendwo noch mal eine Kanone, oder? Oder was ist das da? Auf jeden Fall habe ich es jetzt. Das ist eine Einser, wenn ich das richtig sehe vom Icon her. Ja, das ist eine Einser. Gut.
Na, noch eine 1 habe ich nicht zufällig rumliegen, oder? Doch. Moment, da liegt irgendwas mit einer 1 rum. Aber ich glaube, das ist das Silo. Ja. Ich habe noch eine blaue 1er. Wenn ich noch eine blaue 1er hätte, dann hätte ich eine zweite blaue 3er. Aber dazu kommt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist schade. Ja, das ist echt schade. Es fehlt eine blaue 1er und dann hätte man noch so ein schönes Teil. Ich brauche mal schnell wieder Flugzeug. Und zwar hole ich mir jetzt das Ding, das ich vorhin wegen vollem Gürtel nicht mehr holen konnte. Ich das Ding. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht holen. Wieder ein voll Gürtel. Da hast du schon so viele größere Gürtel bekommen, dann sowas. Cool. Irgendwie bist du wie Batman oder so Batman-mäßig in diesem Spiel. Lauter Gadgets im Gürtel. Ja, aber so richtig coole halt. Da wäre ich eh nicht mehr durchgekommen. Batman hat doch auch richtig coole Gadgets. So, reicht das eigentlich auch, wenn ich mit dem Flugzeug rancrashe, oder muss ich da persönlich hin? Nö, da muss ich anscheinend persönlich hin. Ja. Das ist jetzt nicht zerstören oder so, aber willst du speichern? Speichern wäre mal wieder eine gute Idee. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Weil wegen den Kanonen und so ist ja schon ein bisschen gefährlich, dahin zu fliegen. Ach. Man muss bloß wissen, wohin die Sag schießen ja noch ein bisschen. Können. Ja. Außerdem hört man die Geschosse immer ankommen. Wenn man einigermaßen geschickt ist, kann man denen ausweichen. Hört die sogar relativ laut auf dem Ohr. Okay. Ist platziert und weg hier. Ja. Nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Wahnsinn. Beim Wegfliegen einfach blöd angestellt. Das war alles. Wie ich diesen Tod prädiktet habe. Bei Explosionen sollte man schnell das Weite suchen. Ach, wieder so eine Lektion fürs Leben. Denkt daran, Kinder, sollte irgendwas explodieren, das Weite. Gewesen sein. Ich meine, das waren jetzt alle. Nur ein bisschen Ausweichmanöver fliegen. Beide Flugzeuge gerade weg. Ich schaue mich bloß noch mal um, ob da noch irgendwelche Artefakte sind, die sich lohnen mitzunehmen. Ich meine eh, dass ich schon ziemlich alle Interessanten mitgenommen habe. Zumindest die Turrets. Was muss man hier eigentlich noch mal machen, damit man den hier auskriegt? Ach. Das geht einfach so. Okay. Hat sich erledigt. Traitor, you think you have won? But I am invincible. With this energy,
I shall become mightier than you can ever. What's happening to me? Now? The queen? She's free? Is it possible? She's draining my energy. No! Jetzt bin ich mal gespannt. Hooray! We've won! The power of the evil master builders is broken. We've done it. What? What is that? All engines, full speed astern.